Herzlich willkommen zu einer neuen Folge des Podcasts Erfolg ist kein Zufall. Heute mit einem super spannenden Immobilieninvestor, der seine erste Immobilie, wie ich gelesen habe, schon im Alter von 18 Jahren gekauft hat. Heute, ich habe ihn älter gemacht, als er ist er nicht 40, sondern ist noch 39 und wird 40. Da war ein kleiner meine Ankündigung. Zum Glück ist er keine Frau und jetzt tierisch eingeschnappt und trotzdem heute hier im Podcast. Inzwischen hat er sich ein ultra großes Immobilienportfolio aufgebaut, hat über dieses Immobilienportfolio sich eine enorme finanzielle Freiheit, so würde ich es mal benennen, aufgebaut, ist jetzt dabei, ein eigenes Ferrari-Rennteam auf die Beine zu stellen und sich den Traum zu verwirklichen. Er fährt einen Ferrari F40 von der, ich glaube, von der F1, Formel-1-Legende Gerhard Berger. Ziemlich cool, ziemlich seltenes Auto. Und ja, kann, ich glaube, gefühlt mit Geld alles kaufen, was es für Geld so gibt. Und ja, da werden wir darüber sprechen, ob ihn das glücklich macht, wo seine neuen Ziele sind, was seine wichtigsten Learnings sind in Bezug auf Immobilien. Und ja, erstmal herzlich willkommen, Matthias Baerbaum. Ja, hallo, ich freue mich. Bin noch ein bisschen aufgeregt, das allererste Mal für mich. Finde es spannend. Habe extra mal reingehört, was du so machst und freue mich, dass jetzt losgeht. Ja, ich habe es gerade schon erwähnt, Thema Immobilien. Du hast ganz früh angefangen. Kannst du uns mal in deine Anfänge mit einbeziehen? Wie kamst du zum Thema und warum auch damals Immobilien? Ja, wo fange ich an? Ich fange ganz früh an und versuche es aber kurz zu halten, den frühen Start. Aber sicherlich hat mich das mitgeprägt. Ich bin in einem kleinen Handwerksbetrieb aufgewachsen und habe als Kind, Jugendlicher dem Vater oft mitgeholfen bei Reparaturen, bei kleinen Aufträgen, am Wochenende, um ein bisschen Taschengeld vielleicht dazu zu verdienen oder auch nicht zu verdienen, sondern einfach den Eltern mitzuhelfen. Wir sind die Nachwendegeneration. Das heißt, es war die erste Generation meiner Eltern, die sich nach der DDR selbstständig machen konnten. Und da war es für uns Kinder normal, oder zumindest empfand ich das so, dass man vor der Schule, vielleicht nochmal nach der Schule oder am Wochenende oder in Ferien dem elterlichen Betrieb mithilft. Und so habe ich die ersten Kontakte zu Immobilien gehabt. Mein Vater hatte einen Fußbodenladen und hat Fußboden gelegt. Und so habe ich mich Stück für Stück rangetastet, soweit, dass ich mit 14, 15 Jahren, das weiß ich noch, bei Architekten saß und Ausschreibungen mitverhandelt habe, weil das Thema für meinen Vater nicht ganz so einfach war und habe mich dann so Stück für Stück rangetastet oder wurde da faktisch ins kalte Wasser geschmissen. Also es blieb mir nichts anderes übrig, als den Part im Familienbetrieb zu übernehmen. Und so habe ich meinen ersten Kontakt zu Immobilien gehabt, als Handwerker oder als Helfer auf der Baustelle, als Bauhelfer. Genau, bin früh aus der Schule raus, mit 15 Jahren die Schule verlassen. Und mein Vater fand immer, dass das eine richtige Arbeit ist auf dem Bau, alles andere ist keine richtige Arbeit. Und so wurde man als Kind geprägt. Und das war sicherlich mit der Grund, dass es dann in die mobilen Richtung gegangen ist. Und hast gerade schon erwähnt, ich hatte es auch im Vorfeld in meinem Instagram-Profil angekündigt, mit 15 die Schule abgebrochen. Da meintest du zu mir, Maurice, nimm das mal raus. Also das ist nichts, worauf man stolz sein sollte. Nichts. Genau. Wie kam es dann dazu? Also ich meine, 15 jetzt Schule abgebrochen und dann hast du quasi handwerklich ein bisschen gejobbt, aber auch keine Arbeit im Bereich gemacht oder was war dann? Also mach mal weiter mit der Zeitschiene. Abgebrochen habe ich sie nicht, sondern ich habe sie mit 15 verlassen. Damals war das Abitur nicht wie heute, dass es die Mehrheit macht. Damals war Abitur was Besonderes gewesen für die wenigen, die studieren wollten. Und die breite Masse hat praktisch 9. oder 10. Klasse gemacht. Das heißt bei uns im Osten eine Regelschule. Und dann habe ich die tatsächlich mit 15 Jahren abgeschlossen verlassen und habe dann eine Ausbildung begonnen im kaufmännischen Bereich. Habe da die Prüfung vermasselt, das kann ich ja sagen. Musste mich da also wirklich auf dem Hosenboden setzen, aber auch sicherlich deswegen, weil das für mich theoretisch alles sehr, sehr langweilig und nicht greifbar war. Das war alles so böhmische Dörfer, ich konnte da nicht wirklich was machen. Und habe da auch schon vor der Schule, nach der Berufsschule, habe da schon beim Vater wieder weitergemacht, mitgeholfen, am Wochenende und in Ferien Aufträge abgearbeitet und immer fleißiges Bienchen, also immer auf dem Baufaktor groß geworden oder zumindest da viele Berührungspunkte mitgehabt und war dann mit 18 Jahren ohne Abschluss, also ohne Berufsabschluss,
faktisch nicht ausgelernt oder die Lehre war zu Ende. Ich habe dann die Prüfung ein halbes Jahr oder ein Jahr später auf eigenen Wunsch schon mal nachholen dürfen, habe die dann mit Ach und Krach bestanden und habe dann aber auch gemerkt, dass das für mich das Büro und das Ganze mit dem Computer und dem ganzen Kram damals zumindest nichts ist und nichts gewesen ist. Und habe mich dann tatsächlich mit 18 Jahren selbstständig gemacht. Zuerst auf dem Bau als Bauhelfer, als sogenannte Ich-AG. Das war die Zeit vor 20 Jahren, wo man keine Nachweise brauchte. Und habe dann, weiß ich noch, meine allerersten Rechnungen geschrieben, dass zwischen 5 und 10 Euro die Stunde vor 20 Jahren war das für mich auf den Monat gerechnet viel Geld. Und habe dann meine ersten kleinen Aufträge selber abgearbeitet. Viel am Wochenende, viel bis spät in die Nacht, weiß ich noch, ganz oft mit Bauscheinwerfern, weil es eben dann schon dunkel war. Und habe dann 70, 80 Stunden die Woche gearbeitet und geackert, um mir das Geld dann zu sparen. Und so war das gewesen. Dann war ich 18 und war dann schon selbstständig gewesen. Und die Firma, die ich da gegründet habe, also diese Einzelfirma, die ist dann über die Jahre immer weiter gewachsen. Da kommen wir sicherlich gleich dazu. Und die gibt es halt immer noch. Und da bin ich ganz stolz drauf, dass ich in den ganzen 20 Jahren keine Insolvenz oder Pleite oder irgendwas hingelegt habe, sondern dass das alles Stück für Stück, heute sagt man, organisch gewachsen ist und immer größer geworden ist. Mittlerweile sind das Holdingstrukturen geworden, die auch international agieren. Und dann hast du eben viel geackert in deiner Ich-AG und wie kam es dann zum Kauf der ersten Immobilie? Das war ein Zufall. Ich habe dann also durch die vielen Baustellen, die ich da gemacht habe als Bauhelfer, ich habe Putz und Mörtel von Gerüsten runtergetragen. Also alles das, was keiner so richtig machen wollte. Ich habe, weiß ich noch, bei einer älteren Dame damals das Treppenhaus gestrichen. Das war ganz unangenehme Arbeit, weil es überall nach Urin gerochen hat. Das ist so eine komische Baustelle, die sonst keiner gemacht hat. Und da hat sich ergeben, dass ich dann einen Gutachter kennengelernt habe und der hat mir gesagt, Mensch, in der und der Straße habe ich ein Haus, das will keiner haben, ein kleines Dreifamilienhaus, abgerockt, sagt man heute, also praktisch musste komplett saniert werden, war nicht so interessant, mitten an der Hauptstraße, kleiner Garten am Hang gebaut und Feuchteschäden gehabt und musste alles gemacht werden und hat mich gefragt, ob das nicht vielleicht für mich was wäre, da war ich 18 Jahre und das habe ich dann tatsächlich gekauft für. Ich weiß gar nicht mehr, ob es D-Mark oder Euro war. Ich meine, es waren schon Euro und ich habe damals beim Gericht 10.000 Euro geboten und habe den Zuschlag für damals 10.000 Euro dafür erhalten für das Haus. Und dann ging das los, dass ich faktisch alle Banken, die ich kannte, abgeklappert habe und keine Bank hat mir Kredit gegeben. Also nicht wegen den 10.000 Euro, die habe ich gehabt, sondern wegen der Sanierung. Die habe ich damals auf 50.000 bis 75.000 Euro geschätzt, weil ich alles selber machen wollte. Und ich war überall, habe mir ein weißes Hemd angezogen und einen Anzug angezogen und habe von Bank zu Bank und alle haben gesagt, das geht nicht, das kannst du nicht, du verdienst zu wenig, das ist zu teuer, das rechnet sich nicht und drei Wohnungen braucht man in dem Alter nicht und bla und blub. Und dann weiß ich noch, war ich bei der Deutschen Bank gewesen, bei einer ganz netten Mitarbeiterin, die ich vor 2, 3 Jahren wieder getroffen habe. Und da bin ich aber damals, weil ich dann im Haus schon, ich habe es ja schon gekauft, habe schon angefangen, ein bisschen umzubauen mit dem wenigen, was ich hatte. Bin ich in Latzhose hin, in Arbeitsklamotten, in dreckigen Schuhen und eingestäubt. Und die Frau hat mir gesagt, Mensch, ich sehe, dass Sie wirklich anpacken und machen. Sie kriegen das Geld von mir. Noch mit ganz viel Knebelverträgen, wie das früher üblich war. Noch eine Rentenversicherung, noch ein Bausparvertrag, noch eine Lebensversicherung dazu. Ich war einfach froh, dass ich dann mit einem Schlag 75.000 Euro hatte. Zu, ich glaube, 6,75%. Auch vielleicht das mal ist im Hintergrund. Heute schimpfen alle auf 4, 5%, was wir aktuell im Markt üblich haben im 10-Jahres-Bereich. Meine erste Finanzierung war unter 7%, da war ich sehr stolz drauf, dass ich unter 7% rauskam. Ich habe mich gefreut, dass das geklappt hat. Ich habe das dann umgebaut, das Haus, Stück für Stück, das meiste in Eigenleistung und habe dann die drei kleinen Wohnungen vermietet. Ich weiß sogar noch die Kreditrate. Ich habe da 600 Euro bezahlt für diese 75.000 Euro. Plus noch einen Bausparvertrag, weil ich einzahlen musste. Und das hat sich gerade so plus minus null gerechnet, dass die Miete das irgendwie gedeckt hat, die Kreditrate. Und da war ich natürlich ganz stolz, mit 18 Jahren das erste kleine Mietshaus zu besitzen. In meiner Heimatstadt, also eine kleine Stadt, großes Dorf, kleine Stadt, mitten im Grünen irgendwo. Gibt ja diesen Satz, die erste Immobilie ist selten die beste, aber immer die wichtigste. Trifft es bei dir auch? Genau. Genau, die habe ich wohlgemerkt, habe ich das Haus immer noch. Und jetzt kommt's, es ist völlig verrückt. Ich habe da dann selber drin gewohnt in einer von dieser Wohnungen. Die anderen beiden Mieter, über die ich mich über die Jahre wirklich angefreundet habe, die wohnen nach wie vor seit Erstbezug bald noch drin. Also sind beide schon ein bisschen älter jetzt geworden, natürlich. Sind ja schon über 20 Jahre jetzt, was die bei mir drin wohnen. Die wohnen seit Anfang an.
ohne Unterbrechung. In meiner ehemaligen Wohnung und ich bin angefreundet, dass ich heute Abend weg natürlich. Jetzt war gerade die Verbindung hier bei mir schlecht. Wie ging es dann weiter? Du hast, das war dein erstes Haus. Was waren so deine wichtigsten Learnings jetzt in der ersten Immobilie? Das kann ich ja gar nicht mehr genau sagen. Das bin sehr vergesslich geworden. Also viel selbst gemacht und was ich immer noch weiß, dass immer noch nach wie vor das Fleiß mit das Wichtigste ist. Du kannst Talent haben, du kannst ganz viel wissen, du kannst ganz schlau sein, wenn du nicht fleißig bist, nützt dir das alles nichts. Ich habe da viel am Wochenende, viel nach Feierabend, habe nochmal auch arbeiten müssen, Geld zu verdienen, dort saniert und weitergemacht. Ich weiß noch, am ersten und zweiten Weihnachtsfeiertag habe ich da gearbeitet. Ich habe am Männertag, das weiß ich noch wie heute, sich auf dem Gerüst stand und die Fassade gestrichen habe. Und dass dann Schulfreunde vorbeigegangen sind zum Männertag und haben sinnbildlich gesagt, dass es doch blöd ist, dass ich da im Gerüst stehe und was mache ich, soll hier mitkommen, Bier trinken. Fand es aber nicht so spannend, das Bier trinken, sondern habe gedacht, Mensch, dann mache ich lieber bei dem schönen Wetter heute die Fassade fertig. Und Das und so. jetzt 21 Jahre später in etwa, wie groß ist dein Immobilienportfolio derzeit ungefähr? Du wirst lachen, ich habe das tatsächlich mich heute versucht vorzubereiten und wollte mir eigentlich mal gucken, wie viel ich denn wirklich, also wie viel ich an Bestand habe. In Wohnungen kann man sagen, Wohnungen und Apartments sind es vierstellig, ohne das näher zu bezeichnen. Und im Gewerbe ist es viel, viel mehr. Also im Gewerbebereich habe ich vor einigen Jahren mit Gewerbevermietung angefangen. Da kam der erste Baumarkt dazu, da kam der erste Büroturm dazu, dann die ersten Fabrikgebäude und Logistikflächen, große Hallen, verschiedene Spezialimmobilien, Arztpraxen etc. Und das macht eigentlich den viel größeren Anteil aus. Also viele rechnen sich einmal in Wohnungen, hat man 100 Wohnungen, 200 Wohnungen oder 500. Viel spannender finde ich eigentlich die großen Gewerbesachen, weil du damit viel schneller hebeln kannst und weil das viel entspannter ist im Verhältnis zum Volumina. Also wenn ich überlege, wie viele Wohnungen ich machen müsste, um an einen großen Gewerbemieter ranzukommen. Wir haben Mieter dabei, die haben 50, 80.000 Euro Miete im Monat im gewerblichen Bereich. Natürlich eine ganz andere Größenordnung. Ich habe viele Behörden, ich habe ein Pflegeheim oder mittlerweile zwei Pflegeheime. Da hast du natürlich ganz andere Möglichkeiten und da musst du viele, viele Wohnungen dafür machen und da ist der Aufwand für die Wohnung natürlich im Verhältnis zum Gewerblichen viel größer. Also wenn man sagt, wie man hat und rechnet das in Wohnungen, wie das so viele heute machen, finde ich das gar nicht so spannend, sondern finde das Gewerbliche viel, viel, viel interessanter. Und du hast mir mal erzählt, dass du immer die Immobilien kaufst, die keiner will. Wie Das schaffst hat sich, du genau. denn aus Immobilien, die keiner will, sozusagen Geld zu verdienen? Ja, wie soll ich das erklären? Das ist eigentlich nicht eigentlich, das ist einfach. Das sind oft Objekte, die ich kaufe viel bei Versteigerung, bei Auktionen, viel im Geburtsverfahren, viel von Insolvenzen. Und da hat sich über die Jahre natürlich ein riesen Netzwerk zusammengesammelt mit den Leuten, mit denen ich spreche, dass ich aktuell, ich habe es nicht ausgerechnet, 50 bis 100 Anfragen pro Woche bekomme, also sprich Objekte, Angebote. Dann schaue ich mir die interessantesten raus. Mittlerweile natürlich erst ab einer gewissen Größenordnung, weil es sonst wirklich keinen Sinn mehr macht. Und oftmals sind es Objekte, die tatsächlich keiner haben möchte, die in B- oder C-Lagen sind, wie man heute dazu sagt, die vielleicht ein bisschen in die Jahre gekommen sind, die oftmals leer stehen oder einen großen Leerstand haben oder problembehaftete Mietersachen haben oder problembehaftete rechtliche Hintergründe haben. Und wenn du das von der handwerklichen Seite betrachtest, sind die Schäden oftmals gar nicht so groß. Wenn das sich ein technischer Laie anschaut, haben die riesen Bauchschmerzen mit irgendwelchen Themen, Wasserschaden im Dach oder Heizung eingefroren und solche Sachen. Wenn du das aber von der fachlichen, handwerklichen Seite betrachtest, sind diese Themen oftmals gar nicht so schwierig. Und wenn du es schon ein paar Mal gemacht hast, hast du auch ein Gefühl dafür, wie lange das dauert, was das kostet, wie schnell es geht, was man optimieren kann. Und dann hat sich so rauskristallisiert über die Jahre, dass ich oftmals Objekte gekauft habe und mich da vielleicht auch mittlerweile ein bisschen drauf fokussiert habe, die auf dem ersten und zweiten Markt keiner haben möchte. Das hat natürlich einen anderen schönen Charme dabei, dass die Preise utopisch günstig werden, weil es keinen gibt, der sowas kauft und irgendwann der Insolvenzverwalter, die Banken, die Notverwerter oder die Erben bzw. die Nocheigentümer dann froh sind, dass die überhaupt jemanden finden, der das weiterführt oder der es überhaupt kauft. Und dann ist das Geld oder die Summe gar nicht mehr so das große Kriegsentscheidende, sondern oftmals
habe ich das Gefühl, gerade bei Privateigentümern und Eltern, dass sie sich freuen, wenn das Objekt in gute Hände kommt und weitergeführt wird. Oder bei Insolvenzverwaltern, die sind froh, wenn sie einen Haken dran machen können, dass das Thema am Tisch ist. Das sind also große Sachen, so ein Robotron zum Beispiel. Das weiß ich noch, da war ich der Einzige bei der Auktion und habe einen Bruchteil dessen geboten von dem, was ursprünglich als Mindestgebot auf dem Zettel stand. Und das hat 10, 15 Minuten gedauert, das Gespräch dann mit dem Anwalt oder mit den Anwälten. Und dann haben die zugestimmt. Oder ich habe von der Bank vor einigen Jahren ein größeres Bürogebäude gekauft. Und da haben wir deutlich, habe ich deutlich weniger geboten als das, was die Wunschsumme war. Und konnte aber sagen, dafür mache ich es sofort und es geht schnell und ich muss da nicht lange kalkulieren. Und wir können, wenn gewünscht, auch noch in den nächsten Tagen beurkunden. Und das ist sicherlich mit ein Grund, wenn du so einen Erfahrungswert hast, muss ich dann nicht noch 4 Wochen, 6 Wochen, 8 Wochen wie große Fonds oder große institutionelle Aufkäufer irgendwas im Detail prüfen. Wenn ich mir das anschaue, habe ich die technische Prüfung mit meinen Augen innerhalb von einem halben Tag erledigt, bei den meisten Objekten zumindest. Und das ist ein Riesenvorteil, den ich über die Jahre mir angeeignet habe, dass ich ganz schnell entscheiden kann und ich muss niemanden fragen. Ich muss das nur mit mir selber ausmachen, ob ich es möchte oder ob ich es nicht möchte. Ich habe noch einen Tipp für alle, die sich an die Immobilie ranwagen wollen. Ich kriege ja jeden Tag ganz viele Nachrichten und Tipps und Ideen. Es gibt einen Spruch bei mir, der hat sich manifestiert. Wenn du einen Taschenrechner brauchst, um zu kalkulieren, dann ist es nicht das richtige Objekt. Also ich mache nur Sachen, wo ich keinen Taschenrechner brauche, um zu kalkulieren, ob sich's rechnet. Sehr cool. Und sag mal, du hast mir mal gesagt in einem Nebensatz, du Maurice, also das, was ich mache, das kann eigentlich jeder. Und ich verstehe das ja nicht hier. Ja, das Geld liegt quasi auf der Straße. Jetzt nach dem, was du gerade gesagt hast, glaube ich ehrlicherweise, dass deine Superpower im Grunde dieses handwerkliche Geschick ist, dieses handwerkliche Auge, selbst handwerklich vieles einordnen zu können. Und da fallen ja schon mal viele raus. Also wenn du mich kennenlernst, ich und einen Zollstock in die Hand gibst, ja, dann zerbreche ich dir den ja beim Ausklappen, ja. Also da habe ich schon ganz andere Voraussetzungen als du. Meinst du nicht, dass genau das sozusagen dein großer USP Neudeutsch ist? Ja, vielleicht mit, aber ich würde es gar nicht als wichtigsten Punkt einschätzen, sondern ich gucke mir halt viele Sachen an, die für die breite Masse, so nenne ich es jetzt mal, uninteressant sind. Also ich fange jetzt nicht an, eine einzelne Wohnung mir anzugucken, sondern kaufe mir mal das ganze Haus, dann bist du schon mal viel günstiger. Dann sehe ich in dem ganzen Haus, dass das Dachgeschoss nicht ausgebaut ist und dann überlege ich mir, wie es kostet, das Dachgeschoss auszubauen, um noch eine Wohnung reinzubekommen. Oder aus dem leerstehenden Erdgeschoss mit Nutzung. Machen. Und was anderes. Und ich habe es ja handwerklich auch nicht gelernt. Einfach nur durch Zugucken und durch Erfahrung. Und ich bin auf jeder Baustelle gern dabei. Also ich mache fast täglich eine sogenannte Baustellenrunde und fahre Baustelle für Baustelle absprechen mit den Firmen. Und auch da kriegst du natürlich über die Jahre weg einen riesen Input, eine riesen Erfahrung. Also ich behaupte, ich kann zumindest theoretisch sagen, was im Bad der Klempner einbaut und was der Elektriker macht und der Maler und der Bodenleger. Und habe mir über die Jahre natürlich auch die Handwerker zusammengesammelt, mittlerweile als eigene Mitarbeiter über die Jahre aufgebaut. Und dann hast du ein Gefühl, wie schnell das geht, was es kostet, was macht Sinn, was macht nicht Sinn. Aber der große Punkt ist tatsächlich, dass ich Sachen anschaue, die für viele unrelevant sind. Viele sagen, nee, in so kleinen B- und C-Lagen oder halbem Leerstand kaufen wir nicht, gucken wir uns gar nicht erst an. Und dazu kommt natürlich das Volumina. Ich habe einen Erfahrungswert der letzten Jahre gesammelt, dass Objekte, zumindest bei uns in der Region, so ab 2, 2,5 Millionen bis hin zu 10, 15 Millionen für die breite Masse nicht interessant sind, weil die zu teuer sind, weil das Risiko zu groß ist. Man traut sich da nicht ran. Und wiederum die großen Fonds, die Rentenkassen, die Großaufkäufer, für die ist das zu klein. Und genau in die Nische habe ich mich eingelassen und mache das seit vielen, vielen Jahren und bin dann ganz oft im Geburtsverfahren der Einzige, der übrig bleibt. Nicht, weil ich am meisten biete, sondern weil es am schnellsten geht. Und weil das Konzept oftmals am stimmigsten ist. Also wir verhandeln ja oft mit Gemeinden, mit Städten, mit Behörden. Da ist es sicherlich auch wichtig, dass das Finanzielle stimmt.
Aber das ist ganz oft gar nicht der ausschlaggebende Punkt. Also ich frage immer, warum es hat geklappt oder warum hat es nicht geklappt. Auch das machen viele nicht. Das verstehe ich immer nicht. Und dann kriegst du ganz viel Feedback, warum hat es geklappt oder warum hat es nicht geklappt. Dann weißt du beim nächsten Mal, was kannst du besser machen. Und dann gucke ich mir natürlich auch ganz viele Sachen an und frage auch direkt nach. Wenn ich Besichtigung mache, dann klingel ich in die Wohnung, ob ich reinkomme, mir das anschauen kann. Und die meisten lassen mich dann tatsächlich rein. Viele trauen sich das nicht, machen erst eine Anmeldung per Brief und einen Riesenaufwand. Ich sehe das immer sehr pragmatisch und versuche den Weg des geringsten Widerstands, also mit einfachsten Mitteln. Und das ist das, was wirklich einfach ist. Und die meisten machen es nicht. Und ich kann es oftmals nicht nachvollziehen und nicht verstehen, warum es nicht gemacht wird. Also viele sehen das sehr, sehr kompliziert, schmeißen da Fachbegriffe um sich und irgendwelche riesen Excel-Tabellen. Sowas habe ich bis heute nie gebraucht. Ich wüsste gar nicht, wie es geht. Und jetzt hast du ja schon erzählt, also eine Immobilie muss sich im Grunde immer für dich schon im Kopf rechnen. Was muss denn heute eine Immobilie für dich abwerfen, dass du sagst, das Ding kaufe ich als Beispiel? Eine Gesamtkapitalrendite, gibt es da irgendwo einen Wert oder ist es die Bruttomietrendite, die du siehst? Oder wie rechnest du jetzt mal so ein potenzielles Investment für dich? Also, hängt natürlich immer bei jedem Einzelfall, ist bei jedem anders. Ich kann es jetzt nur für mich sagen. Ich mache nur, wenn das so viel übrig bleibt, dass ich das Risiko, was ich eingehe, wir reden einfach von großen Kreditsummen und von langjährigen Entwicklungszeiten, dass ich es rechne. Also, wenn ich jetzt aktuell um die 5% Zinssatz bezahle und vielleicht 3, 4% Tilgung bezahle, bin ich ja schon bei 8, 9%, die ich mindestens brauche. Dann bin ich bei plus minus null. Das Finanzamt greift auch noch ein bisschen was ab. Die Entwicklung kostet Geld. Das heißt, aktuell versuche ich alles ab 12% aufwärts oder mehr Zins zu bekommen. Bei den meisten Objekten bin ich im zweistelligen, also nicht bei den meisten, bei allen Objekten bin ich im zweistelligen Bereich und bei vielen deutlich über 20, teilweise 30 und mehr Prozent, wenn man es als Bruttorendite ansieht. Also jetzt keine Eigenkapitalrendite, was jetzt heute auf neudeutsch Spiel gemacht wird. Das ist mir nicht so relevant. Ich versuche natürlich auch so wenig wie möglich Eigenkapital einzusetzen, dass ich mich da nicht komplett platt mache. Sondern dass ich viel, viel hebeln kann. Und was bei mir noch eine Besonderheit ist, das ist sicherlich noch dieses Besitzerstolz-Thema. Ich habe viele schöne, markante Objekte. Ganz selten, dass ich was verkaufe. Also es ist äußerst unwahrscheinlich, dass ich eins von meinen Objekten verkaufe. Das kam bis jetzt erst ein, zwei Mal vor, dass ich ein Haus verkaufe oder verkaufen musste. Ich habe die bisher alle behalten, entwickelt und bin da ganz stolz drauf, dass die Häuser sich über die Jahre hinweg immer besser geworden sind, dass wir angebaut haben, aufgestockt haben, Dachgeschossebenen ausgebaut haben, modifiziert haben, Nachbargrundstücke dazugekauft haben, neu gebaut haben, etc. Also ich betrachte das wegen der Rendite jetzt nicht, dass ich sage, ich brauche mindestens 5 oder 6%, das ist alles Quatsch. Das nützt dir auch nichts. Oftmals ist es so, dass wenn du so eine Mieterliste bekommst von Objekten, dann ist natürlich nicht nur wichtig, was kostet das Haus und wie sieht die Miete aus, sondern sind die Mieten aktuell marktgerecht? Kann man vielleicht ein Dachgeschoss ausbauen? Kann man aus ehemaligen Läden was anderes draus machen? Das sind sie alles mit Betrachtungswinkel. Was muss ich was investieren? Ich mache ja viel, was ich saniere. Also ich weiß, ich kaufe viele Häuser, die für viele nicht so interessant sind, weil ich die erstmal noch sanieren muss. Und das rechne ich alles mit rein. Da liegt der Gewinn im Einkauf. Und wenn du eine gewisse Größe erreicht hast, und auch einen gewissen Erfahrungswert, muss ich kein Objekt mehr machen. Das macht mich jetzt nicht ärmer und nicht reich, ob ich das nächste Objekt dazu kaufe. Mir geht es jetzt nicht schlecht. Und dann tritt natürlich anders im Markt auf. Und ich glaube ganz fest, das Gegenüber, ob du willst oder ob du musst. In deiner ganzen Zeit jetzt als Immobilieninvestor, wenn du mal so deine drei wichtigsten Learnings vielleicht rauspicken müsstest, was kannst du da teilen? Learnings, wie ich das mag, alles eingeenglischt und Fachbegriffe. Also, ich bin da gar kein Freund davon. Also, die drei wichtigsten Eigenschaften. Learnings. Ja, ich habe das schon, ich kriege das ab und zu mal ja mit, muss aber drüber schmunzeln. Also, ich finde, die drei wichtigsten Eigenschaften sind Fleiß, Ausdauer, und dann noch ein bisschen Mut und Risiko dazu. Aber ohne Fleiß und Ausdauer kannst du noch so schlau sein, kannst du noch so gute Ideen haben. Fleiß und Ausdauer schlägt alles. Also das ist das, was ich nach wie vor, egal was du machst, das ist jetzt nicht auf Immobilien bezogen, egal, alles im Leben, wenn du fleißig bist und ausdauernd dabei bist, wirst du früher oder später mit deinem, was du machst, immer erfolgreich sein, bin ich fest davon überzeugt.
Die Und meisten haben die Ausdauer halt nicht und sind auch dementsprechend nicht fleißig genug. Also ich habe ganz oft Zuschriften, kriege ganz oft Telefonate, wie man sagt, Mensch, wie kann ich denn in ein, zwei Jahren das auch erreichen? Das weiß ich nicht, wie es in ein, zwei Jahren geht. Bei mir hat es über 20 Jahre gedauert. Und wenn ich heute mit jemandem spreche und höre dieses Wort Work-Life-Balance und jemand mit Anfang 20 ein Praktikum macht bei uns und ich den frage, was du bisher gemacht hast, und die haben mir gesagt, die haben erst mal ein Jahr Auszeit genommen vom Abitur oder irgendwas, da muss ich immer drüber schmunzeln, weil ich das nicht, na, wirklich tatsächlich nicht nachvollziehen kann. Das ist sicherlich auch so eine Generationsfrage. Ich glaube, dass die viele junge Leute das gar nicht mehr gezeigt bekommen und gar nicht mehr als das Fleiß und Ausdauer in vielen, vielen Lebensbereichen, gerade in der Arbeit, ganz, ganz wichtig, finde ich zumindest als junger Mensch, ganz wichtig sind. Das hat sich da tatsächlich ein bisschen geändert. Und woher hast du deine enorme Motivation genommen, eben auch so fleißig zu sein, so viel zu arbeiten? Und woher nimmst du es auch heute? Ich meine, wenn man so ein bisschen dein Instagram-Profil verfolgt, du fährst irgendwie die größten Autos, die besten Autos, die es gibt. Also ich glaube, einen Rolls-Royce Jeep, dazu hast du sämtliche Sportwagen, bist Ferrari-Fan. Ich glaube, du hast mir mal erzählt, du hast allein dieses Jahr 5 Ferraris, die du erwartest. Also das sind ja enorme Mengen an Überfluss schon fast, oder nicht schon fast, das ist ja schon, also so viele Autos, ob man die braucht, ja, wahrscheinlich nicht. Woher nimmst du jetzt deine Motivation und wo hast du sie auf dem ganzen Weg die letzten, ich sag mal, 22 Jahre genommen? Ja, das ist eine gute Frage, warum man das macht. Und die Motivation sicherlich, der Bezug zu den Autos oder zum Luxus, der kommt automatisch. Das ergibt, also automatisch weiß ich nicht, aber es ergibt sich dann so. Und wenn du dann eine Leidenschaft für irgendwas entwickelst, vollkommen wurscht für was, lebst du natürlich sicherlich einen Teil mit dafür. Und so ein Hobby geht auch nur, wenn du erfolgreich im Beruf bist, sonst kannst du sowas natürlich nicht machen. Ich mache das gerne, was ich mache. Ich würde fast sagen, ich liebe das. Und ich merke das immer wieder, wenn ich irgendwie mal einen Tag nicht auf Arbeit bin, weil ich Urlaub mache oder irgendwie, fällt mir das unheimlich schwer abzuschalten. Ich würde sogar behaupten, ich kann das gar nicht. Das heißt, selbst im Urlaub mache ich sicherlich 4, 5, 6 Stunden jeden Tag oder mehr, dass ich Termine vereinbare, dass ich Gespräche führe, dass ich E-Mails beantworte, dass ich neue Ideen und Überlegungen habe, die ich dann zu Papier bringe. Also mir fällt es sehr schwer abzuschalten, weil ich das wirklich von Herzen mache, was ich mache. Das ist sicherlich der Grund, weil A, weil es mein eigenes ist. Ich mache es ja ausschließlich für mich. Ich habe niemanden, den ich Rechenschaft ablegen muss. Und mir macht das wirklich Spaß. Also ich sehe gerne, wenn ich alte Häuser kaufe, die eigentlich abgerissen werden sollen. Und nach 2 Jahren ist das Haus ein Vorzeigehaus in der Straße, weil das wirklich alles schick gemacht wurde mit Stuckfassaden etc. Da geht mein Herz auf, das gefällt mir. Also wenn ich so eine alte Fabrik oder so einen ehemaligen Praktikerbaumarkt als Beispiel, der stand 5, 6 Jahre leer, hatte Brandschaden, Vandalismusschäden und die Anwohner haben schon gesagt, der muss abgerissen werden. Und wir haben da erst ein gut florierendes Geschäft draus gemacht. Also wir haben da verschiedenste Gewerbe integriert, sind absolut voll vermietet. Und da frage ich mich ganz oft immer, warum macht das kein anderer? Warum sieht das keiner? Weil das wirklich ein einfaches Modell ist. Das ist nichts Besonderes. Dafür muss man nicht studiert haben. Man muss es auch mit Leidenschaft und mit Herzblut machen. Ansonsten funktioniert es nicht. Also jemand, der es nur wegen Geld macht. Und ich glaube, das hört man ja so oft, das spricht man so oft, dass der große Antrieb nicht das Geld ist, sondern weil es mir wirklich Spaß macht, weil ich es gerne mache. Und dann kommt das Geld automatisch hinten, kommt es hinterher oder kommt es das automatisch, dass es sich auch wirtschaftlich rechnet. Aus Nächstenliebe mache ich es nicht, soll schon was übrig bleiben. Aber ich glaube, wenn man das ohne Leidenschaft und ohne tiefste Überzeugung macht, dass man die Häuser saniert und wieder hübsch macht, und vielleicht sich selbst was beweisen will oder vielleicht auch dem beweisen will, der sagt, das geht nicht, das funktioniert nicht. Das ist meine Motivation und das treibt mich jeden Tag an. Ich sehe auch gerne, wie eine Baustelle wächst. Ich mag den Geruch von Baustellen. Es hat einen ganz eigenen Charme, ein ganz eigenes, dieses laute Hämmern, das Wuseln wie aus einem Ameisenhaufen. Das ist wie so ein Zirkuszelt und ich bin der Direktor. Also so würde ich es vielleicht überspitzt darstellen. Wer mich kennt oder auch die Mitarbeiter, ich habe 5000 Sachen im Kopf, bin immer kurz angebunden und selbst jetzt beim Gespräch fällt es mir schwer, nicht nebenbei noch irgendwelche E-Mails zu lesen, irgendwas zu machen. Ich habe jetzt bewusst den Computer ausgemacht, dass ich mich auf das drauf konzentrieren kann. Aber ich habe 5000 Sachen im Kopf, habe aktuell vielleicht mal aus dem Nähkästchen geplaudert,
drei große Objekte in der Pipeline, wo ich jetzt eigentlich nur noch auf kleine Details warte, Zuarbeiten warte. Die sollten heute kommen. Da reden wir im Ankauf von weit über 200 Wohnungen und ganz viel Gewerbefläche. Das treibt mich an, dass ich mir selber beweise, dass ich das innerhalb von wenigen Tagen hinbekommen habe. Und dass ich dann die Häuser sanieren kann, dass ich weitermachen kann. Mir macht das wirklich Spaß. Ich mache das wirklich gerne, was ich mache. Könnte ich mir auch nicht vorstellen, anders zu machen. Und sag mal, wie gehst du mit Risiken grundsätzlich um bei deinen auch bei deinen ganzen Investments und auch der Umgang mit Ängsten und Sorgen interessiert mich. Ja, das ist ein gutes Thema. Ich glaube, dass das mit den Jahren abnimmt. Also ich glaube nicht, bei mir ist es so, es nimmt mit den Jahren ab. Wenn du eine gewisse Größe erreicht hast und mal ein Beispiel, eine Wohnung vielleicht nicht gleich vermietet wird, sondern 4 Wochen leer steht, das ist nicht schlimm. Das fällt da wirtschaftlich nicht ins Gewicht. Genauso ist es, ich habe vor 1,5 Jahren eine große Betonfabrik, Torpedowerk gekauft mit, ich glaube, 15.000, 16.000 Quadratmetern. Da stand das erste halbe Jahr leer, da habe ich keinen Mieter gefunden und habe dann überlegt, was machst du damit und wie machst du das am besten. Und trotzdem hast du laufende Kosten und das nicht wenig bei so einer großen Fabrikanlage. Wenn du dann aber 10 Fabrikanlagen hast und von den 10 laufen 9 richtig gut, dann kannst du auch eine 10. dazu kaufen und dann überlegen, wie du das machst und gibst dann Gas und entwickelst die. Na klar, es dauert dann ein paar Wochen oder ein paar Monate, bis die voll ist. Aber das muss der Rest abfedern. Also umso größer du wirst, umso breiter du aufgestellt bist. Wir haben ja verschiedene Unternehmensbranchen über die Jahre zugekauft und beteiligt, umso sicherer stehst du. Also wenn ich nur eine Wohnung hätte und der Mieter zahlt nicht, dann habe ich ein Ausfallrisiko von 100%. Und wenn ich dazu ein normales Angestelltengehalt habe, dann würde ich sicherlich Angst bekommen. Habe ich aber 10 Wohnungen und einer bezahlt nicht, dann habe ich 10%, was ausfällt, dann sollte der Rest das auf alle Fälle abfedern. Deswegen, umso größer man denkt, umso einfacher ist es tatsächlich, also auch was das Risiko betrifft. Man muss das natürlich im Kopf hinbekommen, dass man dann ganz, ganz viele Nullen verarbeiten kann. Viele wollen es nicht oder trauen sich es nicht zu. Das ist aber auch so ein Prozess, man kriegt das ja nicht von heute auf morgen, sondern das ist ja so über Jahre hinweg wird das immer mehr. Das ist ja nicht, dass von heute auf morgen die große Zahl da steht, sondern es wird jedes Jahr ein bisschen mehr. Also Und Risiken oder Ängste, ich kann nachts ruhig schlafen, mich bewegt von der Arbeit her, was das Risiko ist, alles gut strukturiert, ist alles gut koordiniert. Ich wüsste jetzt nicht, dass irgendwas, wüsste nicht, dass es irgendwas gibt, was mich jetzt bewegt, wo ich drüber nachdenken müsste, ob das richtig oder falsch ist. Habe ich zum Glück nicht. Habe ich hier nicht am Anfang mal gehabt. Gerade bei den ersten Objekten, wenn da was schief geht oder was schlecht laufen würde, muss man überlegen. Da habe ich also auch schon schlechte Zeiten hinter mir, wie das im Unternehmerischen immer so ist. Es gibt nicht nur bergauf, es gab auch mal Sachen, wo es mal spannend wurde, um das mal nett auszudrücken. Und das sicherlich nicht nur einmal. Aber auch da muss man durch, dass man das zu schätzen weiß, wenn es jetzt gut läuft. Und dass man auch weiß, aus den Fehlern gelernt zu haben, dass man diese Fehler nicht nochmal macht. So ein Fehler sollte, wenn überhaupt, nur einmal passieren. Also ich hatte auch schon Zeiten gehabt, wo es nicht gut ging, aber auch da habe ich dann überlegt, was musste machen, um das wieder gerade zu rücken. Und wenn man das zügig angeht und sich Mühe gibt und mit den Leuten offen und ehrlich spricht, sind Probleme eigentlich immer nur Sachen, die man abarbeiten kann und muss, und dann läuft das auch wieder. Und sag mal, wenn du die Option hättest, ich biete dir jetzt folgenden Deal an. Du kannst dein aktuelles Vermögen verzehnfachen. Es besteht aber ein 3%iges Totalverlustrisiko. Würdest du den Deal machen? Nee, da bin ich zu sehr Hamster und dafür war das zu hart und zu stressig, das, was ich, wie ich es mir erwirtschaftet habe, mein Bestand. Das würde ich selbst bei einem halben Prozent Verlustrisiko nicht machen. Das ist Zockerei auf hohem Niveau. Da kann ich auch uns in die Spielbank gehen. Das würde ich tatsächlich nicht machen. Das, was ich mache, ist sehr einfach. Das, was ich mache, kann tatsächlich wirklich jeder, der nicht ganz der bis 13 kann. Die meisten oder viele machen es deswegen nicht, weil sie Angst vor dem Risiko haben, weil sie scheuen, am Wochenende und nach Feierabend mehr zu machen, als sie eigentlich müssten. Ich sage immer Work-Life-Balance und Betonung liegt bei vielen ja auf Life und nicht auf Work. Also Schön, schönes Ding. Ja, ganz oft, Maurice, kriege ich die Frage gestellt, komme ich zum Kapital, dass ich meine erste Immobilie kaufen kann und ich mache das und das beruflich und habe den und den Job. Und ich stelle dann immer die Gegenfrage, was machst du denn am Wochenende?
dann kommt ganz oft die Antwort, naja, Couch oder Wochenende zu Hause oder Party. Und dann sage ich, die Antwort hast du dir gerade schon selber gegeben. Warum machst du nicht nebenbei noch einen Minijob oder noch was nebenbei und sparst dir so ein bisschen Geld zusammen, dass du die erste Immobilie finanzieren kannst? Das sehen viele gar nicht und haben viele auch gar nicht auf dem Schirm. Das sind so die ganz einfachen, plakativen Dinge, wenn man sich was aufbauen kann, wenn du dann viel dafür gemacht hast, bist du nicht bereit, in ein höheres Risiko einzugehen. Also alle Sachen, die ich mache, sind sicher, so dass ich kein, also ich mache keine hochspekulativen Geschichten, habe ich noch nie gemacht, bin ich auch nicht der Typ dazu, würde ich auch nicht machen. Du hattest gerade schon so ein bisschen angedeutet, Thema Herausforderungen, Thema Rückschläge. Was war da so in deinem Leben, sagen wir mal so, die härtesten, die größten Rückschläge, die du hattest und was konntest du für Lehren daraus ziehen? Das weiß ich noch ganz genau. Also Rückschläge hatte ich immer mal, größer, kleiner, klar, wie das jeder so hat. Aber ich hatte 2013, 2014 beruflich tatsächlich größeren Rückschlag oder größere Rückschläge zeitgleich gehabt, wo es auch für mich schwer war, mich durchzukämpfen. Ich habe mich da durchgeboxt. Das wäre jetzt zu speziell, wenn ich da in die Details eingehe, aber da ist es faktisch, dass mir ein größeres Baugebiet umgekippt ist, was ich damals erschließen wollte oder erschlossen habe. Und da habe ich auf eine Person vertraut, die mich dann beruflich komplett hintergangen hat. Und das ist so ein Lernprozess, dass ich dann ab dem Punkt sage, ich mache nichts mehr mit Fremden oder mit Außenstehenden, sondern ich mache es nur noch allein. Wenn ich es alleine nicht hinbekomme, mache ich es nicht. Und das war die Lehre aus diesem Rückschlag. Und ich musste da extrem viel arbeiten, das weiß ich noch, 13, 14, Tag und Nacht, frühestens abends. Und habe auch da manchmal gedacht, Mensch, es geht nicht weiter oder was machst du jetzt? Und trotzdem fleißig sein, weitermachen, Stück für Stück abarbeiten die Themen. Ganz viel Termine gehabt beim Anwalt, mit den Leuten Termine versucht zu verhandeln, Lösungen gemeinsam zu finden. Und siehe da, es ging auch weiter. Viele haben gesagt, das funktioniert nicht und das geht nicht und kriegst du nicht mehr hin. Und wenn du aber auf der anderen Seite alles verlieren würdest, wenn du da kein Gas gibst, ist das Motivation genug, da gerade nochmal Gas zu geben, weil sonst wären für mich 8 oder 10 Jahre beruflich verloren gewesen. Das war der große Lerneffekt aus meinem bisher größten und hoffentlich bleibt noch bei diesem Rückschlag. Das war, glaube ich, 2013, 2014 gewesen, ja. Jetzt so das Zitat, wenn Gott dir ein Geschenk machen will, dann verpackt es es als Problem. Ja, tatsächlich so, weil wenn du jemandem was sagst, was er machen soll, verstehen das die Leute nicht oder nehmen es nicht so richtig für voll. Wenn du das als Problem hast und löst es selber, dann bleibt das im Kopf hängen und du machst diesen Fehler oder das Problem umschiffst du beim nächsten Mal automatisch. Das ist tatsächlich so, ja. Also ich kenne das Zitat nicht, aber das entnehme ich dem. Und der Podcast heißt ja hier, Erfolg ist kein Zufall. War dein Erfolg Zufall? Nee, tatsächlich. Harte Arbeit und ganz, ganz viel Fleiß. Also extrem viel Fleiß, Ausdauer. Und ich habe, wie gesagt, mittlerweile mehrere Sparten im Unternehmertum mir angekauft oder mich beteiligt. Also wirklich verschiedenste Sachen. Und egal, was ich mache, du kannst überall erfolgreich werden. Du musst nur fleißig sein. Du musst auch nicht viel besser sein als der Rest. Du musst nur 5% besser sein als der ganze Rest. Ne? Du musst nicht doppelt so gut sein wie deine Konkurrenten oder Marktbegleiter. Du musst nur 5% besser sein als die. Es reicht, dass du eine ganz kleine Spitze hervorstichst. Das reicht aus, dass du besser als die anderen bist. Deckt sich so ein bisschen mit einem Interview, was letztens geführt hatte, der sagte, Niki Bra sagte, es war noch nie so einfach, erfolgreich zu sein, weil heutzutage die meisten einfach stinkend faul sind, sie besitzen keine Disziplin. Siehst du das ähnlich? Ja, würde ich eins zu eins so unterschreiben. Also bei den meisten weiß ich nicht, aber ich kenne viele. Ich kenne auch viele junge Leute, die Gas geben wollen und die sagen, wir möchten gern. Ob es dann tatsächlich so ist, weiß ich nicht. Aber es ist so, dass ich ganz, ganz viele Leute kennenlerne, die das halt nicht wollen. Die sagen, mir ist die Freizeit wichtiger, was auch in Ordnung ist. Also Erfolg definiert ja jeder anders. Wir hatten das ja schon die Woche gesprochen, ob du 3-0 mehr auf dem Konto hast oder nicht. Das ist immer so ein Spruch, was ich sage, die Cola schmeckt deswegen nicht besser. Und jemand, der sagt, meine Freizeit und mein Feierabendbier und der entspannte Nachmittag auf der Couch ist mir wichtiger, ist das auch vollkommen in Ordnung. Ich würde das nicht verurteilen. Das sieht ja jeder anders, was Erfolg ist. Das ist vielleicht auch eine Generationssache.
oder vielleicht auch eine Sache, die man geprägt hat als Kind oder als mit welchen Voraussetzungen man durchs Leben geht, was man erreichen möchte oder was einem für was man es macht. Ne? Das, also für mich ist die Motivation, weil es mir wirklich Spaß macht. Ich mache das gerne. Und klar, sicherlich auch, weil meine Hobbys viel Spaß machen. Und ohne dass ich erfolgreich bin beruflich, würde ich meine Hobbys mir nicht leisten können. Musst du da inzwischen verdienen, damit du deine Hobbys bezahlen kannst? Wie meinst du das? Wie bitte, was? Naja, wie viel musst du da, also wie teuer sind deine Hobbys inzwischen in Summe? Du hast ja da einige Das kostspielige. kann ich. Das kann ich ja gar nicht genau sagen. Das weiß ich gar nicht, was das insgesamt. Ich weiß, dass es bezahlt ist, und aber was das im Detail kostet, weiß ich wirklich ganz wenig. Ja, und du hast gerade von jeder definiert Erfolg anders gesprochen. Wie definierst du Erfolg für dich ganz persönlich? Naja, dass die für mich ist aktuell zum Beispiel, die Ziele ändern sich ja mit der Lauf der Zeit, mit dem Alter. Bei mir ist zum Beispiel ganz wichtig, das war eine große Herausforderung in den letzten Monaten, war für mich wichtig, dass das Tagesgeschäft immer automatisierter läuft, dass ich mich weniger damit beschäftigen muss. Ich habe 5, 6, 8 Stunden im Tagesgeschäft verbracht, jeden Tag, also auch samstags und sonntags. Jetzt bin ich vielleicht noch bei 2 bis 3 Stunden am Tag, manchmal sogar nur 1 Stunde, und das ist für mich Erfolg, und dass ich meinen Tag selber gestalten kann. Also selber gestalten in Form, dass ich auch mal sagen könnte, ich mache mal einen halben Tag erst nichts. Passiert zwar nicht so oft, aber ich könnte es mir leisten oder könnte sagen, ich mache es mal, oder ich gehe einfach mal 2 Tage irgendwo hin und kann die Termine umschieben. Das ist für mich Erfolg. Und dass ich auch nicht mehr alles machen muss, was vorbeiläuft. Also sprich, dass ich nicht jedes Geschäft, was sich anbietet, machen muss. Dass ich frei entscheiden kann. Nehme ich mache ich das noch mit oder mache ich das nicht? Das ist für mich tatsächlich so der Erfolg. Sicherlich, das klingt sehr plakativ, das ist auch so eine Sache als der Vergangenheit. Wenn ich heute einkaufen gehe oder wenn ich essen gehe, schaue ich nicht, was das im Detail kostet. Und wenn ich das im Vergleich manchmal sehe und sehe dann Leute, die dann 3 Sachen vergleichen, dann weiß ich, das ist für mich auch ein Teil Erfolg, dass ich eben nicht überlegen muss, ob ich jetzt die Käsepackung nehme oder die Käsepackung nehme, weil die vielleicht 10 Cent mehr oder weniger kostet. Das empfinde ich tatsächlich als für mich privat als Erfolg. Gehst du selber einkaufen? Seit einigen Jahren nicht mehr. Außer im Männerkaufhaus, da gehe ich gerne hin, also ins Autohaus, das mache ich gerne. Aber ansonsten habe ich dafür keinen Nerv und keine Zeit. Also die ich, aber keine Zeit, vielleicht falsch ausgedrückt, ich nehme dafür keine Zeit. Wie machst du das so mit dem Thema Outsourcen? Also, das war jetzt einfach mal den Einkauf, ja. Also, ich finde das für mich selbst schon allein. Ich habe mal enorm gehasst, wenn ich mit meiner Frau einkaufen gehe, auch im Supermarkt, und dann dauert das alles ewig und dann so 1,5 Stunden vorbei. Ich meine, mir macht das auch keinen Spaß, ja. Vielleicht gibt es Menschen, die sagen, ja, für mich ist es auch so meditativ oder ist eine gute Ablenkung oder was auch immer. Für mich war es immer eine Katastrophe. Deswegen ist mir ganz wichtig, dass unsere Einkäufe geliefert werden und wir das nicht hier selber machen. Ja, wie ist das so bei dir? Versuchst du gewisse Tätigkeiten auszusourcen? Ja, über die Jahre geht das natürlich. Du hast dann immer mehr Sachen, die du selber abarbeiten musst, und hast für, ich nenne es jetzt, ohne das böse meinen zu wollen, diesen Kleinkram gar keine Nerven mehr. Noch die Zeit könnte ich mir gar nicht mehr rausnehmen, würde ich mir gar nicht mehr rausnehmen wollen. Und dann wächst das so, das geht los beim Hausmeister oder bei den Mitarbeitern, die angestellt sind, dass die bis eine gewisse Grenze zum Selbstentscheiden haben. Dann ergibt sich, dass der Vorarbeiter eine größere Grenze hat, und das normale Tagesgeschäft, wenn die jetzt irgendwelche speziellen Sachen brauchen oder wenn irgendwas eingekauft werden muss fürs Büro oder sowas, das kriege ich schon gar nicht mehr mit. Also ich sehe einmal im Monat die Abrechnung, gucke da mal kurz drüber, aber jetzt im Detail. Wir haben gestern zum Beispiel neue Dienstklamotten für 2 neue Mitarbeiter bestellt, komplette Arbeitsausstattung. Da gucke ich nur kurz drüber, dass es das richtige Modell ist, aber im Detail, wie, was und wo und wer was bestellt, das geht an mir vorüber. Aber ich habe natürlich immer so angefangen, ganz alleine als One-Man-Show, und habe dann alles selber gemacht, bis hin zum Bad im Büro selber sauber gemacht oder auch das Kaffee fürs Büro geholt. Das habe ich jetzt zum Glück nicht mehr, das Thema. Wie Hätte ich viel? auch keinen Nerv dazu, würde ich wahrscheinlich wahnsinnig werden, wenn ich an der Kasse stehe und dann stehen 3 vor mir und streiten sich rum, warum die Zigaretten wieder 10 Cent teurer geworden sind.
Ich denke mir dann ganz oft, dann hör auf zu rauchen oder mach halt eine Stunde länger, dann ist es auch wurscht, was die Zigaretten kosten. Das sind immer so Themen, das da kann ich, da fällt mir, also weiß ich nicht, was ich dazu sagen soll. Sag mal, du hast mir auch mal erzählt, dass du ganz bewusst Mitarbeitern mehr bezahlst als die Konkurrenz. Warum tust du das? Ja, warum tut man das? Das ist auch das ist ein ganz einfaches Modell. Wenn es den Mitarbeitern gut geht und wenn die auch das Gefühl haben, dass die also dass ihr finanziell, dass es denen gut geht, auch so kleine Benefits bei uns hat, bis auf wenige Ausnahmen, jeder einen kleinen Dienstwagen, den er mit nach Hause nehmen kann. Das heißt, wir brauchen das Auto nicht. Es gibt Gutscheinkarten jeden Monat. Es gibt Gleitzeiten, so nenne ich es mal. Das heißt, wenn jemand privat was vorhat, reicht eine kurze Info, ich kann heute nicht oder ich muss mal halben Tag eher Schluss machen. Sind alles so Sachen und dass wir vielleicht 2, 3 Euro mehr die Stunde bezahlen, als das ja üblich ist bei uns in der Region. Dann kann ich mich aber auch blind darauf verlassen, dass mir die Mitarbeiter auch nicht hintergehen, dass die ihre Arbeit ordentlich abarbeiten und dass ich so viele Themen, wie viele das Problem haben, Facharbeiter zu finden, das habe ich nicht. Also wir kriegen jede Woche Bewerbungen auf den Tisch, wir suchen uns die Besten raus. Wir haben viele ältere Mitarbeiter. Und da habe ich die Erfahrung gemacht, dass die das gut finden, dass die wertgeschätzt werden, wir versuchen auch die Arbeit so einzuteilen, wenn jemand schon ein bisschen älter ist, dass er nicht mehr die ganz körperlich schweren Arbeiten macht, sondern ein bisschen bei den Jüngeren aufteilen. Und das sind so Themen, wo ich dann immer denke, das machen viele noch nicht, aber die werden dahin kommen müssen, weil wir in den Facharbeiterkräftemangel kommen. Und ich bin froh, dass ich das anders mache und das von Anfang an anders gemacht habe. Und ich wollte auch nie so ein Arschlochchef sein oder so einer, der bis auf den letzten Cent alles ausdrückt. Das bin ich nicht und das ja, würde ich mich ja nicht bezeichnen. Wir machen oftmals gemeinsam Mittagessen oder versuchen auch mit den Mitarbeitern Themen anzusprechen. Was kann man besser machen? Andere Arbeitseinteilungen, andere Routenstrecken. Da kann jeder seinen Input reingeben und das setzen wir dann auch tatsächlich um. Auf einen ganz kurzen, flachen Dienstweg, ohne groß. Wir haben eine WhatsApp-Gruppe oder telefonieren. Ich bin auch auf den Baustellen. Und dann kriegt man das immer live 1:1 mit. Ich mich wundert, dass das viele nicht so machen. Das kann ich nach wie vor gerade im Handwerk nicht verstehen. Und wenn jemand im Vorstellungsgespräch dich nach der Work-Life-Balance in deinem Unternehmen fragt, was ist dann? Ich glaube, die bewerben sich automatisch nicht bei uns. Also wir haben im Büro manchmal jemand, der vielleicht sagt, ich brauche oder möchte nur 30 oder 35 Stunden im Monat machen. Und wenn das auf die Stelle passt, ist das okay. Aber ich habe also ganz selten, ich weiß nicht, vielleicht 2, 3 Termine bisher gehabt in den letzten Jahren, wo ich dann gedacht habe, das macht jetzt ja keinen Sinn weiterzumachen. In der Regel ziehst du das Gegenüber auch an, wie du selber tickst. Also das ist nicht nur bei Mietern so, das ist nicht nur bei Objekten so und bei Handwerkern, bei Firmen, das ist auch bei Mitarbeitern so. Also auch im Freundesbekanntenkreis, wenn du deine Einstellung nach außen transportierst und das aus tiefster Überzeugung machst und das nicht schauspielerst, dann ziehst du automatisch dein Gegenüber so an, wie du selber drauf bist. Jemand, der immer gut gelaunt ist und immer Gas gibt, zieht auch automatisch dieses Klientel an Menschen an. Und jemand, der immer schlecht gelaunt ist und überall den Hund begraben sieht, der wird auch nur mit depressiven Leuten zu tun haben. Das bin ich der festen Überzeugung, das ist einfach so. Jetzt hat noch jemand im Vorfeld die Frage hier eingereicht, dass du Ja. den legendären Ferrari F40 besitzt, welcher vorher der Formel-1-Legende Gerhard Berger gehört hat. Wie kam es denn dazu? Wie alles im Leben Kontakte und ich bin auf sehr, sehr vielen Veranstaltungen, Rennveranstaltungen, Events, Treffen, Ausfahrten und wenn man dann immer mit den Leuten spricht, was man sucht oder was man gerne mal kaufen möchte, was man gerne besitzen möchte, dann ergibt sich irgendwann, dass du dann den ersten, zweiten oder dritten Wagen von dem ehemaligen Formel-1-Fahrer in der Garage stehen hast. Aber auch da ist wieder Kommunikation alles. Du musst den Leuten das immer wieder sagen, was du möchtest, was du suchst. Das ist nichts anderes als mit den ganzen Maklern, mit denen ich jede Woche zu tun habe, die für mich Objekte raussuchen. Das ist ein Großteil meiner Arbeitszeit, dass ich das Kommunikation, und das ist im Hobby nicht anders. Also wenn du bestimmte Sachen suchst, wie der Briefmarkensammler, der dann auch alle möglichen Händler kennt, und dann irgendwann ruft man jemanden an und sagt, ich habe jetzt die Möglichkeit, das und das zu bekommen. Ja, und da ergibt sich das manchmal so. Das ist also auch kein Glück und auch kein Zufall. Das ist tatsächlich auch Fleiß, dass du da alle möglichen Händler über Jahre hinweg warm hältst, Veranstaltungen besuchst, mit den Leuten sprichst. Und irgendwann erinnert sich mal jemand an dich und sagt, Mensch, du hast doch mal und ich habe hier was, muss aber
Und dann hat sich das so ergeben vor 2, 3 Jahren, dass mir der F40 vom Gerhard Berger angeboten wurde. Und ich habe ungesehen zugesagt. Also ich habe das Auto nicht gesehen. Ich wusste natürlich, was das Modell ist. Kannte es mal auf einer Veranstaltung, habe das praktisch dann ungesehen zugesagt und gekauft. Ich habe mal bei Mobile geguckt. Es gibt drei, die angeboten werden und die kosten alle so um die 3 Millionen. Ich würde dir sogar 4 Millionen geben. Machst du den Deal mit mir? Nee, dafür habe ich zu lange gesucht und wie schon gesagt, nicht bei Immobilien. Ich bin der Hamster, habe es nicht vor, einen zu verkaufen. Dafür sind die alle zu speziell. Also diese ganzen Modelle, die ich habe, sind alle Sondereditionen, Sammlermodelle, limitierte Versionen. Ist jetzt nicht der Plan, die zu verkaufen. Dafür habe ich zu viel Mühe gehabt, die zu bekommen. Ja, krass. Und gibt es noch irgendwas, was du dir für Geld, wovon du noch träumst? Ja, das ist eine gute Frage. Also so richtig, nee, nicht, dass ich, also ich gehe gerne essen, ich trinke gerne mal ein gutes Glas Wein und gehe gerne auf Veranstaltungen. Da ist das nicht das Thema, da wüsste ich jetzt nicht, was du da mehr bekommen könntest oder irgendwas. Also ich bin so, wie es aktuell läuft, ganz glücklich. Ich würde mich freuen, wenn vielleicht noch ein, zwei Objekte dazukommen. Also spezielle Objekte, ich kann das noch nicht dazu sagen. Ich habe aktuell, wie gesagt, drei ganz spezielle Objekte in der Pipeline und ich denke und hoffe, dass es in den nächsten Wochen funktioniert und klappt. Und das sind so Sachen, die auch da wieder Sachen, die man auf dem ersten Weg nicht bekommt. Also das sind wieder Objekte, die so speziell sind, so Markantchen, die dann auch jeder kennt. Das ist dann tatsächlich so was, was man unbedingt mal so Must-have als Immobilienbesitzer oder Investor, wo man sich freut, wenn sowas mal klappen würde. Aber auch da über Jahre hinweg Kontakte pflegen, mit Maklern sprechen, mit Banken sprechen, Insolvenzverwaltern sprechen, mit Behörden sprechen. Auch das ist nicht von heute auf morgen, dass sich jemand anderes sagt, ich habe das Ding, kannst du kaufen, sondern es dauert Jahre, um da ranzukommen. Und auch da ein fleißiges Bienchen, immer wieder Türklingen putzen, immer wieder anrufen, immer wieder Veranstaltungen besuchen, und die Kontakte nutzen. Thüringen, das schönste Fleckchen Erde auf der Welt? Für mich ja. Also Thüringen, im Speziellen der Saale-Holzland-Kreis, beziehungsweise Jena. Aber das wird wahrscheinlich jeder von sich behaupten, da wo er aufgewachsen ist, das, was seine Heimat ist. Für mich ist es tatsächlich die schönste Ecke, die es gibt in Deutschland, ja. War so eine provokante Anmerkung von mir, weil ich gerade überlegt habe und mich in deine Situation versetzt hätte, habe. Und der Gedanke von mir war, naja, also wenn ich finanziell wirklich so eine alle Möglichkeiten und mir alles quasi gefühlt kaufen könnte, würde ich, glaube ich, nicht in Thüringen leben. Ja, ich könnte mir jetzt zum Beispiel nicht vorstellen, in Hamburg zu leben. Das wäre mir alles zu groß und zu stressig und zu viel. Das weiß ich nicht. Also ich bin oft, muss man dazu sagen, ich habe einen guten Kontrast. Ich bin oft im Ausland. Wir haben die ganzen schönen Flecken der Welt, meine Frau und ich, teilweise mehrfach bereist. Sind jetzt am Sonntag wieder 3, 4 Tage zur Ausfahrt in Afrika. Ich war vorige Woche in Schweden gewesen, übers Wochenende. Das sind Sachen, das ist ein schöner Ausgleich. Und ich bin aber wieder froh, wenn ich hier auf mein kleines Dorf zurückkomme. Cool. Und sag mal, wenn du jetzt schon so vieles für Geld gekauft hast, was war so das beste Investment im Sinne der, ich nenne das immer Erinnerungsdividende, der Glücksdividende, also nicht, was dir irgendwie weiteres Geld gebracht hat, sondern was dir die größtmögliche Freude im Leben gebracht hat? Es sind wahrscheinlich mehrere Sachen, das größtmögliche Freude für Geld, das Also das größte Glück ist meine Frau und die Kinder, aber natürlich ohne Geld, im monetären ausgedrückt, würde ich behaupten, ist es mein Hobby, dass ich die Möglichkeit habe, Rennsportveranstaltungen teilzunehmen und nicht nur als Gast, sondern auch als Fahrer. Das ist das, was mir So, jetzt ist die Soundqualität gerade abgebrochen. Gehen wir nochmal zum Thema. Hat es gerade erwähnt in Bezug auf ja, Erinnerungsdividende an Glücksdividende, war so ein Stück weit Rennsport, Thema Auto. Ist das, was dich irgendwie enorm begeistert, was dir eine enorme Glücksrendite auch bringt? Ich weiß von dir allerdings auch, dass du mal gesagt hast, dass die Autos sich im Grunde selbst bezahlt haben.
Die werden ja einen enorm hohen Preis wahrscheinlich gehabt haben. Aber du sagst trotzdem, dass sie sich im Grunde selbst bezahlen, die Autos. Kannst du das mal erklären? Ja, das ist tatsächlich verrückt. Und wenn man es jemand Fremden erzählt, dass sich die Autos mehrfach schon selbst gerechnet haben, bezahlt haben, fragt man sich natürlich, wie kann das funktionieren? Ist recht einfach. Ich habe 2013 mal auf einer meiner ersten Ferrari-Ausfahrten jemanden kennengelernt. Den hätte ich sonst sicherlich nicht kennengelernt, der also auch Ferrari gefahren ist, der von ganz woanders aus dem Land kommt und mit dem ich mittlerweile 6 oder 7 Firmen habe, gemeinsame Firmen habe. Und über die Jahre so viel Geld verdient habe, dass ich das Auto, was ich damals hatte, mehrfach bezahlt hat. Und so hat sich es auch mit den anderen Autos ergeben. Das heißt, bei diesen ganzen Veranstaltungen, die ich da besuche, und ich versuche das ja wirklich, ich mache da viele Veranstaltungen, um mit den Leuten ins Gespräch zu kommen, wer macht was beruflich. Und man hat immer wieder ein Gegenüber, wo es einfach so gut passt, dass ich auch bei einem anderen, ich weiß noch, ich habe mal bei einem McDonald's jemanden kennengelernt mit einer anderen Automarke. Und ich war da mit einem Ferrari gewesen und hatte Mitarbeiter verabschiedet in dem Verkaufstraining. Und wir kamen ins Gespräch und derjenige kam aus der Modebranche, aus einem ganz anderen Gebiet. Und mittlerweile haben wir 4 große Immobilienfirmen zusammen. Den hätte ich nie kennengelernt, wenn ich nicht mit dem Auto an dem Tag dem anderen Autofahrer angesprochen hätte, was er für einen tollen Sportwagen hat. Und so hat sich das über die Jahre hinweg immer weiterentwickelt. Und so ist aktuell auch bei so einem Auto, wirst du natürlich oft angesprochen und hast oft Berührungspunkte, Themen, Kontakte, die man ohne sicherlich nicht hat. Ich vermute, ich weiß es nicht, ich vermute, beim Golf ist es so ähnlich, dass die Leute auch Kontakte haben beim Golfspielen, aber das mache ich nicht. Aber ich denke, da wird es wahrscheinlich so ähnlich sein. Und insgesamt, welche Rolle hat das Thema Umfeld beim Erfolg aus deiner Sicht? Ja, auch ein spannendes Thema finde ich und das lese ich immer wieder und als Außenstehender vermute ich, ist es bestimmt, naja, zumindest nicht ganz so einfach nachzuvollziehen. Dein Umfeld ergibt sich ja automatisch immer oder spiegelt immer ab, wie du selber bist. Das heißt, wenn du den ganzen Tag mit deiner Arbeit beschäftigt bist und viel im Business bist und große Themen anschiebst, hast du dann automatisch gegenüber in deinem privaten Umfeld viele Leute, die das Ähnliche machen, die auf gleicher Wellenlänge sind, die die gleichen Themen haben, die die gleichen Probleme haben. Also das ergibt sich automatisch. Das behaupte ich jetzt einfach, dass es bei vielen anderen auch so ist. Und ich weiß, dass es bei vielen anderen auch so ist, dass dein persönliches Umfeld, auch dein Freundeskreis ändert sich automatisch, weil du dann mit vielen Sachen, mit vielen Themen gar keinen Bezug hast, was als Beispiel, wenn mir jemand sagt, dass die Zigaretten teurer werden, da fällt mir immer der Glaube ab, dass da, wo ich mal sage, Mensch, dann hör halt auf zu rauchen oder geh eine Stunde länger arbeiten und mach was nebenbei, dass dir das Thema nicht mehr so interessant oder nicht mehr so wichtig ist. Das heißt, wenn du erfolgreich bist, hast du oftmals natürlich auch gegenüber erfolgreiche Leute. Du hast auch ganz viele, die deine Freunde sein wollen. Das muss natürlich dann rausfiltern, aber du kriegst dann automatisch ein dickes Fell. Manchmal wirkt das nach außen hin arrogant, aber das ist nur dein Schutzschirm. Du hast natürlich auch ganz viele, die dich nur kennen wollen oder nur mit dir zusammen sein wollen, wegen deinen finanziellen Möglichkeiten. Das ist natürlich, das werden viele kennen, die auch erfolgreich unterwegs sind. Das muss man versuchen zu selektieren, aber da gewöhnt man sich dran und auch da hat man automatisch dann so Floskeln oder so ein Schutzschirm, der das gar nicht erst zulässt. Oftmals sind es ja die Gewohnheiten, also Dinge, die wir regelmäßig wiederholen, die uns dann auch erfolgreich machen. Ja, so wie du jetzt das Rauchen angesprochen hast, ja, ist ja eine ziemlich schädliche Gewohnheit, weil ich sie einfach jeden Tag tue, jeden Tag mehrmals tue und jedes Mal quasi meinem Körper damit schade. Ist was anderes vielleicht, wenn ich irgendwie Wein trinke oder so, das mache ich einmal im Monat, da glaube ich, da kann sich der Körper immer noch gut regenerieren, ja. Aber dieses jeden Tag ist halt schon eine krass schädliche Gewohnheit in dem Fall. Was sind Gewohnheiten, die sehr positiv sich in deinem Leben herausgestellt haben? Hast du da so Dinge, was weiß ich, Menschen, die sagen, ich habe Bewegungen, habe ich heute in der Story mal drin gehabt, so wie kann ich sicherstellen, dass ich meinem Körper zum Beispiel
konstant genügend Bewegung schenke, ja. Also gibt es irgendwelche Gewohnheiten, wo du sagst, das ist sich bei mir sehr, sehr bewährt? Ja, ich habe aber auch erst in den letzten Jahren so eine Gewohnheit mir antrainiert oder die hat sich so herausgestellt und die finde ich so, super effektiv. Ich bin sehr, sehr direkt geworden, also nicht sehr direkt, ich bin direkt, richtig direkt geworden. Sag das immer ehrlich, was ich meine. Und dann hast du auf Gegenüber immer nur zwei Reaktionen. Entweder kommt ihr mit gar nicht zurecht oder sind auf der gleichen Wellenlänge und sagen, ja, das ist so. Oder es eben auch nicht so. Und damit sparst du dir ganz, ganz viel Zeit. Ich bin viel, viel effektiver geworden, wenn ich den Leuten direkt sage, das passt mir und das passt mir nicht. Das war ein ganz langer Lernprozess. Ich war oftmals viel zu nett und zu freundlich unterwegs und habe den Leuten da das nett und freundlich umschrieben und sage dann jetzt aber wirklich seit einigen Jahren. Und das ist eine Gewohnheit, die ich mir antrainiert habe, die ich auch bei meinem Gegenüber immer schätze, wenn mein Gegenüber genau sagt, was ist. Deswegen komme ich immer ganz schnell zum Punkt und ich habe ganz viele, die mich anrufen und fragen, wie es mir geht und was ist da und bla und blub. Und ich kürze das dann immer ab und frage mal, was ist denn der Grund des Gesprächs jetzt? Oder wenn mir jemand ein Geschäft vorschlagen will und sagt, ich brauche eine halbe Stunde, muss ich mir das anhören und dann habe ich so eine Floskel, dass ich sage, ich gebe dir jetzt eine Minute und wenn ich es in einer Minute nicht verstehe, ist es nicht das Richtige für mich. Und da kannst du ganz, ganz viel selektieren. Das finde ich für mich eine schöne Gewohnheit. Und dazu kommt, dass ich nicht rauche und trinke. Wenn ich mal ein Glas Wein trinke, ist das äußerst selten und auch nur in Gesellschaft, also nicht privat und nicht zu Hause, sondern tatsächlich nur, wenn wir auf Veranstaltungen sind. Und das ergibt sich automatisch, weil ich abends gar keinen Nerv habe mit irgendwie. Ich sitze jeden Abend im Büro und mache da meine Listen und meine Planung und das macht mir Spaß und da könnte ich mir gar nicht erlauben, noch irgendwie nebenbei irgendwas zu machen. Wenn du heute nochmal 20 wärst oder 18 oder ist auch egal, einfach nochmal jung wärst, vielleicht hört hier auch der ein oder andere junge Mensch zu und viele wollen ja irgendwie das haben, ne? Wollen die tolle Autos mal besitzen, wollen ein schönes Haus besitzen und so weiter und so fort. Was kannst du für einen Ratschlag geben? Wie würdest du starten, sagen wir es mal so? Also das bekomme ich ja relativ oft und auch auf die Frage, die wir heute für diesen Podcast gestellt haben, war das einer der meisten Fragen, was ist dein Ratschlag an junge Leute oder an dein 18-jähriges Ich? Wie wir es am Eingang, ganz am Anfang schon hatten, tatsächlich fleißig sein, ausdauernd und mehr machen als die anderen. Das ist tatsächlich immer der Weg zum Erfolg, egal welcher Branche, egal in welchem Bereich. Wenn ich ein bisschen besser bin als der ganze Rest, ist das oftmals genau dieses bisschen mehr, was mich unterscheidet von der breiten Masse. Und das habe ich bei ganz vielen erfolgreichen Leuten, die einen ähnlichen Werdegang haben wie ich, ganz oft erfahren, erlebt. War bei mir auch so. Und es ist bei vielen, ich habe mittlerweile 13, 14, 15 Fremdbeteiligung, also Firmenbeteiligung, die nichts speziell mit meiner Branche zu tun haben. Und auch da ist es überall das Gleiche. Wir müssen einfach einen Tick besser sein als die Marktbegleiter. Und das reicht schon aus, dass wir in vielen Bereichen mittlerweile Marktführer geworden sind. Einfach um ein Stück weit fleißiger, ausdauernder, manchmal ein bisschen mutiger sein. Aber das Hauptthema ist tatsächlich Fleiß und Ausdauer. Und da habe ich ganz oft heute den Eindruck, bei vielen jüngeren Leuten, dass eben die Party am Wochenende oder der Feierabend wichtiger ist, was auch in Ordnung ist, als der berufliche Erfolg. Aber beides zusammen geht nicht. Also wenn ich viel Freizeit und viel Work-Life-Balance habe, dann ist das oftmals hinderlich für den beruflichen Erfolg. Das wollen viele noch nicht so richtig verstehen. Ich glaube, das wird sich auch nicht ändern. Also man kann viel wegdigitalisieren, Fleiß kann man leider nicht oder zum Glück nicht wegdigitalisieren. Sehr, sehr, sehr cool, Matthias. Ich fand, die Message heute war sehr inspirierend, um zu zeigen, welche Rolle Fleiß beim Thema Erfolg bedeutet. Und wenn man mehr will als andere, ja, wird man wahrscheinlich nicht drum herum kommen, mehr zu tun als andere. Und dafür bist du ein schönes Paradebeispiel. Da hast du heute mal einen guten Einblick gegeben. Und dafür vielen Dank und an euch die Bitte, hier den Podcast wie immer auch zu bewerten. Gab heute, glaube ich, so ein paar Soundprobleme, aber ja, so ist es manchmal im Leben. Und da drückt ein Auge zu. Und ansonsten, Matthias, hast mich am Freitag jetzt auch eingeladen, mal zu dir. Ich komme mal zu dir ins Büro.
Schau mir mal alles vor Ort an, prüf mal, ob du wirklich so fleißig bist. Und da werde ich euch mal mitnehmen, auch hier in meinem Instagram-Kanal. Und nochmal vielen, vielen lieben Dank, Matthias, dass du heute hier warst. Ja, ich danke auch. Also alle fleißig sein, Gas geben und vorwärts.